Haben wir die Truhe schon geöffnet? Ja. Was auch immer wir jetzt hier machen müssen, ich habe keinen Dunst. Vielleicht noch eine Muschel, die wir hier finden. Oh. Verzeihung. Na, dann gehen wir mal. Was ist denn hier das für eine Ebene? Und warum müssen wir hier hin? Aber so wie es ausschaut, war mir hier noch nicht mal gewesen. Ach, halte doch die Klappe. Und so, wir müssten aber auch ein ganz schönes Stück weiter sein, weil hier sind wie gesagt auch gefährliche Viecher, die ein bisschen stärker sind. Also jetzt einfach so, dass wir hier nur sind und wieder so ein bisschen Anfangnähe sind, ist ja nicht der Fall, weil wir ja wirklich starke Gegner haben. So, haben wir hier noch irgendwo eine schöne Muschel. Kann dann wieder so eine schöne Perle enthalten. Nochmal Fanfare. Na. Wer Dietrich ist denn? Jawohl. Da ist nichts. Haben wir ja vielleicht noch irgendwo eine schöne Muschel? Da liegt doch noch einer. Nee. So, ins Wasser will ich gar nicht reingehen nach einer Muschel. Hier, guck mal, hier haben wir noch eine. Und da noch eine. Da noch eine. Was auch immer wir hier machen sollen, ich habe keinen Dunst. Und warum wir jetzt hier sind. Mich hat das einfach nur mal verlockt, was da passiert, wenn man da von so einer Höhe ins Wasser springt. Aber dass wir da jetzt gleich hier landen, hätte ich nicht gedacht. So, wo sind denn unsere Muscheln? Da, 10 Stück. Hier gibt's nichts zu holen. Eine Perle haben wir. Nichts. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Eine Perle. Kraut. Nehmen wir mit, das können wir mich dann irgendwann, wenn wir 30 haben, können wir noch mehr verkaufen. Momentan haben wir ja 20 in Jumpar gegessen. Ich gar nicht wollte. Sind wir vielleicht jetzt hier unten an dieses Ding rangekommen? Sprich, dass wir gar nicht so weit weg sind jetzt. Was ist das da? Och, hallo. So, was haben wir hier noch? Eine Druidenschlinge. War da gerade ein Schild? Hafenstadt. Was ist das da? Schau mal einer an. Da hat sich jemand der Vulkanfestung angeschlossen, wie? Ja. Findest du das etwa witzig? Ich frage mich nur, ob du dich freiwillig gemeldet hast. Ja, das willst du wissen, was?
Aber genug davon. Okay. Wie ist die Situation in der Stadt? Seit Don Esteban die Stadt verlassen hat, weht hier ein anderer Wind. Die Inquisition hat jetzt das Sagen. Als erstes wurden die Bauern in die Stadt gebracht und anschließend beide Tore verriegelt. Das ist das neue Gesetz des Inquisitors. Und Kommandant Carlos lässt jeden, der dagegen verstößt, in die Vulkanfestung bringen. Okay. Was kannst du mir über Kommandant Carlos sagen? Er ist der neue Chef der Stadt. Zusammen mit seinen Ordenskriegern versucht er, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Was meinst du mit versuchen? Ich meine, die Banditen des Don werden sich ihre Geschäfte nicht wegnehmen lassen, klar? Noch ist es ruhig, aber das kann sich jederzeit ändern. Okay. Erzähl mir von Don Esteban. Die meisten Leute glauben vielleicht, er wäre vor der Inquisition geflohen. Aber das ist nicht wahr. Ist das nicht? Nein. Er hat sein Lager im Sumpf aufgeschlagen und jetzt holt er selbst das Gold aus den Ruinen. Das ist es nämlich, worum es hier geht. Das Gold. Er hat nur ein paar seiner Banditen in der Stadt zurückgelassen, die seine Geschäfte weiterführen sollen. Also, was erwartet mich in der Stadt? Jedem anderen würde ich raten, den Kopf unten zu halten. Aber du siehst nicht so aus, als wenn du Ärger aus dem Weg gehst. Kommt drauf an. Sag ich ja. Also, wenn du vorhast, dich in irgendwelche Geschäfte einzumischen, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Entweder du arbeitest für den Orden oder du hilfst den Banditen. Eine andere Chance hast du nicht. Okay. Und für wen arbeitest du? Ich gehöre zur alten Stadtwache. Wir unterstehen jetzt dem Befehl von Kommandant Carlos. Und das gefällt dir wohl nicht? Mit den Ordenskriegern kann man keine Geschäfte machen. Das war früher anders. Der Don war immer offen für ein gutes Geschäft. Du meinst, ihr habt euch bezahlen lassen? Nenn es, wie du willst. Ein Geschäft ist ein Geschäft, genauso wie unser kleiner Handel. Lass mich in die Stadt. Klar. Wenn du mir etwas Gold gibst, lasse ich dich rein. Wie viel? Du wirst doch einem Mann der Vulkanfestung kein Gold abnehmen. Naja, warum nicht? Stell dir mal vor, der Inquisitor erfährt davon. Weißt du, was der mit dir anstellt? Ich öffne dir natürlich jederzeit völlig umsonst das Tor. Na gut, dann lass mich rein. Lass mich jetzt in die Stadt. Alles klar, du bist schon so gut wie drin. Und außerdem gibt es von mir noch eine Karte der Stadt gratis dazu. Och, danke schön. Schließlich soll keiner sagen, ich würde euch von der Festung nicht unterstützen. Wie sollte man bloß auf diesen Gedanken kommen? Vor uns hat man also richtig Respekt, fällt mir gerade mal so auf. Oh, wir sind in der Stadt. Und somit ein neues Kapitel. Wo ich gleich mal hier stehen bleiben werde. Und von hier aus mal einen Aufnahmestopp mache. Und wir werden uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen. Wo wir dann mal uns die Stadt erkunden, also vornehmen und mal erkunden. Ja, und bis dahin sage ich viel Spaß bei meinen Videos und tschüssi!